So tretet ihr ein. Kalassa sofort an die Theke. Oh, Captain, mein Captain, Besuch für euch. Und alle Augen richten sich auf euch. Dann, wie abgemacht, schnappe ich mir Xerod und wir gehen, dass wir nach vorne gehen. Ja. Ich gehe mit. Ich gehe hinterher. Und dann würde ich mal eine besonders ehrerbietige Verneigung machen. Ich auch. Ich nicht. Avicenna setzt sich an die Theke und behält das Ganze anscheinend im Auge als Tiefling. Was macht Rosie? Nö, nee, wird schon auch mitgehen, mich auch verneigen. Mhm. Captain der Captain. Die Ehrenleute begrüßen euch. Gemurmel am Tisch, am Captain's Table sozusagen. Ehrenleute, den habe ich noch nie gehört. Und Yasser hebt hinten die Hand. Schauen zurück, verstummen, schauen dann wieder auf euch. Und sie erhebt sich aus ihrem Sessel heraus und Xerod, du erkennst sie wieder. Die Dame war in deinem Traum. Oh. Und zwar in einem Traum, den Vio angeleitet hat, dich in Amarant abgeholt hat und dann durch die Tür in Amarant aber in einen Schiffsbauch geführt und du warst dann in einem Raum, ähnlich wie der hier, allerdings mit einer Balkonade hinten aus Holz. Und da war diese Frau mit den flammenden Haaren und dem amberfarbenen Auge. Und ja, das ist eindeutig dieselbe Person, aber, die jetzt gerade entlangläuft an ihrem Captains zu euch. Aber sie war nur da oder sie hat irgendwas gemacht, was ich erkennen konnte? Sie war im Traum und hat dir was zugeflüstert, woran du dich jetzt anscheinend im Moment nicht mehr erinnerst. Okay. Gerade. Und sie geht an den ans Ende des Tisches und steigt auf den Tisch und läuft mit hohen Stiefeln und weiten Schritten an zwischen den Captains hindurch und bleibt auf dem Tisch stehen. Und ja, Mycroft, hinter dir hörst du Captain Kao. Es gibt Leute, die nur an Größe gewinnen, wenn alles um sie herum kniet. Dann erheben wir uns doch auch wieder. Wir haben uns ja jetzt lang genug verneigt, ja, würde ich sagen. Ja. Sagt ihr. Ich gucke nach unten. Freunde. Gäste. Ihr habt einen weiten und einen mysteriösen Weg auf euch genommen, aber da ihr uns gefunden habt, nehme ich an, ihr seid in der Gunst meines schwimmenden Staates und meines schwimmenden Rates, sonst zeigt auf die 7 Personen, denn sonst hättet ihr den Kompass nicht bekommen und wärt nicht hier mehrere Meilen unter Wasser in meinem Reich. Das Feuer zungelt kurz auf. Und jetzt bin ich natürlich interessiert und sie nimmt auf dem Tisch Platz, im Schneidersitz, was euch zu mir führt, Fremde, in diesen fremden Gestaden. Okay, es ist ungewöhnlich für Mycroft, aber ich nehme einfach die Hand hoch, zeige auf ihr Schmuckstück. Das sehen wir ja, oder? Das ist doch der Stein, den wir suchen. Achso, zumindest nein, Entschuldigung. Okay. Oh, aber sehr gut beobachtet in den kleinen Momenten meiner Modulationskunst. Das Schmuckstück, das du hängen siehst, lieber Mycroft, wenn du schon drauf ansprichst, musst auch keinen Perzeptionswurf machen, ist ein blauer Stern, 5 Strahlen. Sehr geil. Exakt der, den Vio getragen hat, nur nicht gesprungen. Aber du siehst, es ist aus demselben Gestein, es hat denselben Glanz und das keine Woche her ist, dass ihr es mit Vio sozusagen beerdigt habt, erkennst du es wieder. Aber nein, das ist nicht der Splitter. Den kennst du auch, wie der aussieht. Den trägst du ja bei dir. Wir suchen einen Sternensplitter und man hat uns gesagt, dass ihr ihn habt. Ja, sie schaut jeden einzelnen Anwesenden an und
etwas länger die Verkleideten. Jetzt haben wir ja einen guten Wurf von 14 gehabt mit Täuschen. Ich bitte aber Rosie und Gargaok noch einmal, möglichst männlich dazustehen. Darf ich auch würfeln? Und du darfst auch würfeln. Ich habe ja auch den scheiß Bart an. Ihr dürft auf Täuschen würfeln mit Vorteil, weil Xerot euch gut verkleidet hat. Captain Kao ebenfalls. Das heißt, Rosies Idee, ihn zu fragen, war ganz gut. Und damit bin ich auf 17. Das ist schon mal nicht schlecht. Gargok täuscht mit Vorteil und Rosie täuscht mit Vorteil. 14. Okay. Ui. 20. Also hat schon mal jemand so männlich dagestanden? Ich weiß ja nicht. Ich glaube nicht. Du kommst mit dem Spucken und Rauchen nicht mehr raus. und Roman auch 14. Auch Ehren versucht, unglaublich männlich dazustehen. Oh ja. Oder was versuchst du zu täuschen? Ich will ja auch eben, dass ich deutlich männlicher aussehe als normalerweise. Einfach nur, weil ich gesehen habe, dass die anderen das auch so machen. Gerade so männlich aus wie Gaga. Das mächtig. So mächtig muss, so männlich kann, ist es schwer. Und okay, ich habe einmal Wahrnehmung für Yassa gewürfelt. Sie verengt die Augen, schaut jeden Einzelnen an, bevor sie fortfährt und Mycroft anspricht. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich habe dieses Geschenk erhalten von Finn vor einigen Tagen erst. Ja, ein Gesteinssplitter. Schwarzes Gestein, blaue Adern darin. Meint ihr das? Ja, so sieht das aus. Er sei euch. So ist einfach? Spaß. Nein, natürlich nicht. Ich möchte natürlich wissen, was ihr mir dafür bietet. Aber ich hänge nicht daran. Ich weiß nicht mal, was das ist. Es ist in erster Linie etwas, um Marquis Ever Ember ein wenig aus der Reserve zu locken. Es ist ein Spiel. Ein kleines Hin und Her zwischen uns. Außerdem soll er mich nicht vergessen. Denn das tut er ab und zu. Und dann müssen wir vom schwimmenden Staat uns wieder Aufmerksamkeit erheischen. Dementsprechend hängt mein Herz nicht an diesem Stein, auch wenn er noch so schön ist. Das war ein Spaß und der Spaß ist jetzt wieder vorbei. Ihr wollt ihn haben, das macht ihn allerdings wieder wertvoll. Ah. Wer von euch ist Captain dieser Crew? Ich würde Captain Kao so ermutigend vorschubsen. Ja. Sie deutet auf Ehren, der gerade die Hand hebt. Ah, ihr. Das ist richtig, ich bin Anführer der Ehren, Leute. Ich bin Anführer der Ehren, Leute. Ja, ja, ja. Und ihr seid, und sie springt vom Tisch runter und landet direkt vor Ehren. Und wer seid ihr? Mein Name ist Ehrenhauser. Guten Tag. Mein Name ist Ehrenhauser, guten Tag. Und das ist Murray. Und das sind meine Untergebenen, die Ehrenleute. Der Rest gehört nur zu den Leuten, die wir angeheuert haben, um uns herzufahren. So viel Information, Captain Hauser. Ich nehme an, dann ist das euer erster Mart und sie zeigt so Mycroft, der ja gesprochen hat. Nein, das ist der Smoothie. Der kann gut kochen. Ich koche zwar nur, aber ich würde für Captain Hauser in den Tod gehen. Das ist die richtige Einstellung, Mycroft. Das ist die richtige Einstellung. Captain Hauser, dann gehen wir den Handel ein. Das ist richtig. Sie dreht sich um und geht wieder zurück zu ihrem Schreibtisch. Kommt bei einem Kabinett vorbei, öffnet es, kramt da wieder ein bisschen rum. Ihr seht hin und wieder was aufblitzen, was auffunkeln. Und dann holt sie tatsächlich einen länglichen Steinsplitter aus dem Meteoriten heraus, in dem die blauen Adern leuchten. Und ihr alle bis auf Mycroft spürt auf dem Rücken, an der Schulter, an den Armen. Dieses Kleinod ist Teil unseres Handels. Ich tausche ihn ein gegen ein... Gegen Mycroft, kein Problem, die können Sie haben. Captain House. Das war natürlich nur ein Witz. Nein, erst wenn sie nicht will, dann nimm sie dir auch. Vorschläge, die Herren, und sie wendet sich an ihren Captain's Table und der Zwerg
mit einem Auge und einer Augenklappe darüber und einem prächtigen Bart und Admiralshut verschwindet unter Xeron. kommt da raus, das ist ja unangenehm. Beobachtet Rosie eine ganze Zeit lang und meldet sich dann: Wie wär's mit etwas von den Inseln? Oh, ein Spielzeug? Nein, ein Schatz. Ich habe gehört, dass der begierige Gnom da unten auf was gestoßen ist, was alt ist. Wie alt? Und Yassa krabbelt über den Tisch bis zu dem Zwerg und bleibt vor ihm stehen. Alt wie die Welt und vielleicht noch die Vorzeit, vielleicht alt wie die Drachen. Eine Ausgrabung. Man munkelt von Tarisvar. Und Michael, du kannst beobachten, wie Yassas Hand an den fünfstrahligen Stern geht. Ist das wahr? Tarisvar. Das ist wunderschön. Captain Aaron Hauser, ich beauftrage euch, mir etwas aus den Ruinen auf Sommersang zu holen, die gerade von Eva Ember und der LKW ausgegraben wird. Etwas Glänzendes, Goldenes, Hübsches, vielleicht ein Idol oder irgendetwas, das den Namen Tarisvar mit sich trägt. Smoothie, schreiben Sie mit. Ich mache das schon, während Captain Hauser das sagt. Der Wert und was es ist, sei euch überlassen. Ich nehme an, ihr habt einen guten Blick dafür. Wir haben ein Auge für sowas, ja, natürlich. Das ist fantastisch. Dann werdet ihr es nicht unter Wert verkaufen und euch, und sie legt den Stein vor sich auf den Tisch, euer Schmuckstück verdienen. Und wir sind im Handel. Ihr seid nun offiziell Handelspartner des schwimmenden Staates. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin erfreut, mit euch Geschäfte zu machen, Ehrenleute. Muss ich nicht noch was unterschreiben? Wir sind doch Ehrenleute, oder? Ja, das ist wahr. Aber der Name hin oder her. Aber Unterschrift ist Unterschrift. Und eine Kopie des Vertrages auf beiden Seiten ist natürlich auch nicht so verkehrt. Ihr seid Geschäftsmann. Interessant. Samedi und einer der menschlichen Kapitäne in Turban und mit güldenem Überwurf tritt an den Tisch. Setzt du etwas auf? Du bist Händler, Schmuggler, entschuldige. Du kennst dich damit aus. Zwischen den Ehrenleuten und der Königin der Piraten. Der nur Ehrenhauser, das reicht. Der schwimmende Staat ist Zeuge und es geht um dieses kleine Schmuckstück und ich will etwas wirklich Interessantes aus diesen Ruinen. Ich setze das auf. Ja, und er begibt sich mit Papier und Federkiel an den Tisch und schreibt. War das alles, was euch hierher geführt hat? Ich gucke zum Smoothie, fragend. Avicenna geht schon wieder Richtung Tür. Smoothie sagt nichts, also. Deswegen sind wir. So weit, so gut. Ausgezeichnet. So mag ich das. Warum läuft das nicht immer so? Warum. So läuft das immer bei mir. Ausgezeichnet. Rein, ja. Raus, fertig. Kattenhauser, wir werden fantastisch miteinander auskommen. Ja, ich glaube auch. Weil es ist wirklich enervierend, dass jeder zweite Besuch hier als Fleck auf meinem Boden endet. Oder ich habe schon gesehen, ihr Boden ist sehr schmutzig. Ja, das ist er tatsächlich. Und sie schaut zu den zwei Wachen unten und die schaut irgendwie auf ihren Kartentisch und spielen weiter. Ja, es ist haarsträubend, aber Entschuldigung. Wie ihr seht, ist ein Tisch an meinem Captain's Table gerade frei geworden und Captain Hauser, wenn ihr euch als so geschickt erweist und als mit wissendem Auge durch alte Schätze gehend, könnte das vielleicht euer Platz sein. Das hört ist ein sehr untertöniges verlockend. Knurren von Kao. Ein untertöniges Kichern von den anderen Anwesenden. Gut. Dann. Diesen Platz werde ich mir verdienen, Madame. Feuerfrau. Aber ohne sie jetzt weiterhin zu nerven, ne, wir unterschreiben jetzt den Vertrag und sind dann auch schon wieder weg, ne, dass sie weiterhin Flecken auf dem Boden vermeiden können. Ja, Samedi kommt, legt den Vertrag ab, streicht den Federkiel.
Während dieser Vertrag unterschrieben wird, würde ich gerne mal den Blick schweifen lassen in die Runde und mal versuchen rauszufinden, ob noch jemand in der Runde verkleidet ist. Haha, sehr gut. Okay, mach mal einen Wahrnehmungswurf, bitte. Du würdest sagen, du schaust dir den Halbborg an, dann die anwesenden Menschen. Was dir auffällt, ist, dass der Elf hier hinten nur einen rechten Arm hat. Mhm. Und der andere Arm versteckt unter dem weiten Mantel. Dann siehst du den anderen Mann, der tatsächlich einen prächtig gepflegten Bart hat, allerdings echt mit grauen Schläfen. Den würdest du sagen, der sieht aus, boah, das würde hier gar nicht reinpassen als Pirat. Und Mycroft, du würdest sagen, das sieht aus wie ein Landsmann. Von den Farben her und von seiner Aufmachung her könnte das jemand sein aus Umbraland. Vielleicht nicht unbedingt Bottom-up-Mode, aber zumindest irgendwo aus Umbraland. Kommt. Guckt er denn verdrießlich? Er guckt super verdrießlich, also beste Laune sozusagen. Ja, das erkenne ich. Und nein, Rosie, du würdest sagen, sonst sind das hier alles Kerle. Okay. Gut, Ehren, du unterschreibst. Ja, ich fange an, den Vertrag zu unterschreiben. Fange an mit Nimra. Denke mir, das ist doch Quatsch. Streich durch und schreib eher eine Hauser drunter. Ja, das lassen wir gelten. Er faltet zusammen und legt ihn der Kapitänin vor, die ebenfalls unterschreibt. Sehr gut. Dann haben wir einen Vertrag. Den Durchschlag bitte an meinen Sekretär weitergeben. Und ich gucke zu Gagok. Ja, und der Captain reicht dir ein Papier mit der Schrift Nimr, durchgestrichen Ehrenhauser, und einem eingebrannten Yasser Bernillen. Ich falte das zusammen und stecke es. Trage ich eine Jacke, dann in die. Ja, vielleicht so einen ärmellosen Mantel. Aber sonst, ja, du steckst es ein. Das ist das erste Papier, was du bei dir trägst seit Jahren. Stimmt nicht, ich habe ein Buch über das Umbraland. Gott sei Dank. können wir dann Captain Hauser, ruft der Tiefling von hinten. Ja, ich verabschiede mich noch ganz kurz von der flammenden Dame. Königin der schwimmenden Inseln, vielen Dank für das sehr schöne Gespräch und bis bald! Bis sehr bald, viel Erfolg. Und dann sammelt euch Kalassa wieder ein und ja, Captain Kau folgt, winkt Rosie nach sozusagen. Das lief besser als erwartet, oder? Das ist fantastisch. Gut, klopft dir sogar Avicenna auf die Schulter. Captain Hauser. Das gut können gemacht. Wir jetzt immer so machen. Ja, Smoothie. Ich hab wir hier sind fast ja. verraten. Nee, seid ihr stolz auf mich? Unglaublich stolz. Sehr gut. Und ihr kommt durch, werdet von Kalassa zurückgeführt durch den schwimmenden Staat bis hin zu der Schleuse, das Treibgut, die kleine Kneipe. Und ja. Oh, hallo, Treibgut, die kleine Kneipe, habe ich gerade gesagt. Was ist denn hier los? Wieso geht das nicht, wenn ich das will? So. Und ja, Kalassa schwingt sich wieder hinter die Theke. Ihr müsst einen Moment hier warten, bis wir wieder auftauchen und ihr zurück auf euer Schiff könnt. Das ist okay. Wir können auch unter Wasser atmen. Rosie, Captain Kao kommt zu dir. Es war noch nicht die Zeit. Natürlich nicht. Ich. Was soll das denn heißen? Also, bei allem Respekt, aber... Lass das mit dem Respekt, sag's mir einfach frei heraus. Gut, dann ohne Respekt, ihr hättet euch melden sollen. Nein, nein, nein. Das Risiko ist mir bewusst und wäre ich jetzt einen Schritt zu weit gegangen, hätten wir keinen Captain, der diese wackeren Herrschaften und Damen zu Sommersang verbringt. Und das war Teil unserer Abmachung, zumindest den Teil, den ich mit... über Vio mit Herrn Sanghof getroffen habe. Der Logia rief Sommersang. Dorthin führt nun der Weg und sie brauchen ein Schiff. Und ein Schiff braucht ein Kind. Das heißt, der Plan wird... Ich werde es tun,
wenn wir sichergestellt haben, dass Wendergast, Gargorkhause und Sanghof ihren seltsamen Stein haben. Und ihr seid sicher, dass das der Grund ist? Zu einem gewissen Teil. Höre ich, was die sagen? Du darfst gerne mal auf Aufmerksamkeit machen. Würfeln? Mach mal auf Aufmerksamkeit. Ey. Also sie ist schon so ein bisschen seitlich gegangen sozusagen, um mit ihr zu reden, aber du darfst gerne mal auf Aufmerksamkeit machen. Gaga möchte währenddessen den Korken, der bei unserer Ankunft in das Leck gesteckt wurde, rausziehen. Okay. Natural 20. Du hörst alles und siehst sogar die Mimik. Ja, du kriegst alles mit. Ich gehe zu den beiden. Mhm. Gargok, ein kleines Rinnsal fließt wieder durch die Holzwand runter. Und sagt zu Captain Cow, es war klug, dass ihr euch noch nicht gemeldet habt. Mhm. Aber ihr habt mein Wort, dass ich dafür sorgen werde, dass am Ende ihr auf diesem Stuhl sitzt. Ja, die Augen der Leonidin werden groß, die Zähne kringen mal kurz aufeinander, dann schaut sie zu Rosie. Hast du ihm das erzählt? Bin ich so offensichtlich? Das war eine Natural 20. Ja. Sei dir voll zugestanden. Dass vielleicht wäre Erin doch besser auf dem Posten. Naja, aber das habe ich ja auch gehört, dass sie das gesagt hat. Nein, keine Sorge, ich bin sehr aufmerksam, was diese Dinge anbelangt. Und ihr seid sehr offensichtlich. Vielleicht seid ihr auch ein wenig offensichtlich. Ihr seid, ihr habt jedenfalls mein Wort, dass ich dafür sorgen werde, dass sich euch dieser Traum erfüllt. Es ist kein Traum, es ist eine Notwendigkeit. Ihr habt sie gesehen, aber ihr kennt nicht die Geschichten, alle Geschichten um sie. Sie ist eine Wahnsinnige. Und der schwimmende Staat könnte etwas Großes und etwas Wichtiges und etwas Gutes sein, wenn nicht dieses Vorhirn Vorstand des Captain's Tables ist. Und sie greift mit beiden Pranken deine Hand. Danke. Und es gibt einen Ruck durchs Treibgut und ihr taucht auf. Nehmt mit einer Planke, nehmt euch die Mannschaft wieder auf die Silberzunge und Captain Cow schaut nochmal kurz zu Xerot und begibt sich dann zum Ruder. Isai, Kuss auf Sommersang. Ausgezeichnet. Und die Silberzunge fährt die nächsten paar Tage in Richtung Süden ins Archipel zu der größten Insel Sommersang und dem wilden Dschungel und den unentdeckten Ruinen, die euch dort erwarten. Apropos unentdeckte Ruinen. Epilog. Die Gedermannik-Ausgrabung von Gnembor Gedermannik, einen der Ausgrabungsleiter der LKW, ist komplett aus dem Häuschen. Sie befindet sich südlich von Ibonas Rest, tief im Dschungel von Sommersong. Und in diesem Moment, Geraldine, kommt dein Ausgrabungshelfer Tyn, ein junger Mensch, keine 20, und ruft nach Archivarin! Archivarin! In Richtung deines Zelts gestürmt. Sie haben es gefunden! Archivarin! Jesus. Okay. Ich komme auch aus dem Zelt und... Ja. Du kommst aus dem Zelt. Eine braungebrannte Halbelfe, die Haare streng zurückgebunden. Du setzt dir noch deinen Hut auf und einen Überwurf. Ach, die Mücken sind extrem lästig hier in Sommersang. Und greifst du deinen kleinen Koffer mit deinem kompletten Besteck. Und vor dir steht sommersprossig, kurze Haare, Tyn. Er ist bereits unten. Herr Gnembor ist bereits runter. Sie stehen vor einer Wand und das müsst ihr sehen. Das ist Wahnsinn. Ich komme sofort und dann stürme ich los und schubse ihn eigentlich so um, mehr versehentlich, aber ich bin unglaublich aufgeregt und renne dann vorbei. Ja, du rennst durch das Camp, vorbei an Zelten, siehst den Koch, Frühstück unten nehme ich an, okay. Ja,
durch die freigelegten Ruinen, Steine, ein teilweise eingefallener Turm und dann hinunter die Hängeleiter, die du angebracht hast, in den ersten Teil der Ausgrabung, in dem ihr seit einigen Tagen hier seid, gut bezahlt von der LKW, bist du aus Tassin gerufen, als Expertin für diese Ausgrabung, steigst in die Tiefe hinunter, Tyn reicht dir eine Fackel und kommt dir nach und unten siehst du bereits Gnembor Gedermannik, der kleine Gnome mit der viel zu großen Brille und dem grünen Fez auf, so aufgeregt, wie du ihn noch nie gesehen hast. Der hat ein ordentliches Sakko an, ebenfalls in Grasgrün, seinen kleinen Arztkoffer aufgeklappt und er steht vor dem mittlerweile gänzlich freigelegten Steinen und anstelle des Durchgangs, den ihr erwartet habt, siehst du schwarzes Gestein, leicht porös, durchzogen mit blauen Linien. Pulst. Das ist fantastisch, es spiegelt in seiner Brille. Schaut euch das an. Alfie, kommt her. Ja, der winkt dich her. Es ist wunderschön, aber was... Was? Es ist nicht von dieser Welt. Es ist... Meine geologischen Instinkte haben so etwas noch nie geschmeckt. Es ist nicht von dieser Welt, Alfie. Und es ist Jahrhunderte, Jahrtausende hier unten gewesen. Was immer dahinter ist. Niemand vor uns hat das gesehen. Wie kriegen wir diesen Verschluss auf, Alfie? Ich hebe so meine Pickaxe und zucke fragend mit den Schultern. Ihr seid die Expertin, ich bin nur der Theoretiker. Kind, kommt her, helft, du werdet nicht umsonst bezahlt. Ja, Herr Gennermannik, ich hole Belloc, ich bin sofort da. Ich. Er geht zur Leiter, dreht sich um. Stellt euch vor, die Bücher, stellt euch vor, die Gennermannik-Expedition. Was gefunden in den Tiefen des unzivilisierten Dschungels. Ein Gestein nicht von dieser Welt. Euer Name wird in goldenen Lettern auf jedem Buch sein. Alfie van Gust. Fantastisch. Und er klettert die Leiter hoch. Dr. van Gust, soll ich mitschreiben oder? Ja, schreibt das alles mit. Okay. Dr. van Gust setzt zum ersten Schlag an. 10 Uhr morgens, Sommersang. Bitteschön. Macht vielleicht noch ein paar Zeichnungen. Von dem Gestein. Glaubt ihr wirklich, das ist nicht von dieser Welt? Es sieht fast so aus. Und was wird dahinter sein? Was auch immer es ist, wir sind die Ersten, die es sehen. Dann los. Und damit hebe ich meine Pickaxe und ramme sie mit voller Wucht da rein. Du siehst, wie das Gestein leicht splittert und hast kaum Widerstand. Das ist fast weich und fast versinkt deine Axt drin und dann beenden wir die Episode für heute und hoffen, dass wir nach der Sommerpause noch etwas von der Kleriker-Archäologin Alfie van Gust wiedersehen. Und damit herzlich willkommen zur Premiere vom neuen Intro von Sternenmacht, dem zweiten großen Kapitel unserer Kampagne. Mit uns nach Uvea, nach Uvea, nach Gestans, Lubellum, Alvana, löst das Geheimnis und die Rätsel aus der alten Zeit, alte Waffen zauber und die Würfel bereit. Komm mit uns nach Uvea, nach Uvea, die Helden sind schon da, alles klar. Auf der Jagd nach Sternensplittern, die vom Himmel fielen, ohne sie wäre die Ehre.